Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Und ihr seht, ich war mal ein bisschen fleißig. Erstmal habe ich der guten Piper ein neues Outfit angezogen. Und dabei habe ich festgestellt, dass die noch Teile hier von der Power-Rüstung mit sich rumgeschleppt hat. Die habe ich dann mal hier dran montiert. Dann habe ich einen auf Intelligence gegeben und eben einen hier auf Wissenschaft, damit ich so einen krassen Generator bauen konnte, mit dem ich leider noch nichts anfangen kann. Gut, siehst du aus, Piper. Hey. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Ja, mal gucken. So, oh, du hast auch noch. Das machen wir so. Na, fand ich nicht so. Fand ich auch nicht so. Fand ich nicht so. Grünes. Das geht, aber ist nicht so pralle, deswegen. Palettenkleid passt schon. Dann mit der Fliegerbrille oder Polizistenbrille, wie auch immer. Ein paar Waffen mal zu Auge gekriegt. Ja, und dann habe ich mir mal hier so ein Bett gebaut. Ein Waffenständer, der irgendwie komisch ist. Ich kann da nur eine Waffe dran aufhängen. Das ist irgendwie strange. Ach so, ja, und ich hab gesehen, ich habe einen Alien Blaster gefunden. Den habe ich erstmal hier als Favorit reingebaut, weil er macht ordentlich Schaden, ne? 80 Schaden. Mal irgendwann austesten. So, hier, Fatman, den kann ich hier leider nicht einlagern. Institutgewehr, komm. Oh. Jetzt haben wir da ein so ein Ich habe hier. Institutsgewehr. So, und dann habe ich schon mal hier so ein paar Spinde, einmal für Klamotten, für Rüstung und für Waffen. Und da habe ich halt die mit Sternchen, die ich nicht benutzen möchte, ne? Und hier eben die Rüstungsteile, die ich auch nicht mehr benutzen möchte. Der ist aber laut, der Generator, ne? So, dann haben wir hier die nächste Ebene. Die Bauweise habe ich vom Nils kopiert, hier von den Rocket Beans. Fand ich ganz in Ordnung. Und dann sind hier die beiden Power-Rüstungen. T51 und T45. Okay. Ich habe da erstmal Stopp gemacht, vielleicht baue ich noch höher. Gut möglich. Ich habe auf jeden Fall keinen Nerv mehr gehabt. Deswegen hat gereicht, hat lange genug gedauert. So, was machen wir denn hier? Wo ist das denn? Oh. Ich glaube, wir flitzen mal jetzt zum Polizeirevier Cambridge. Da mag jemand keine Besucher. Weiß ich nicht. Du siehst aber. Schon schick. Da liegt sie wahrscheinlich nur auf dem Arsch, aber. Ist wie es ist. Der Ort ist hoffentlich gesäubert. Ja, sicher, das. Bestätigt. Na, das ist doch mal eine nette Überraschung. Just, solange es die Bruderschaft gibt, haben diese Monster keine Chance. Atme durch, wenn es sein muss.
Sag mir, wenn du bereit bist. Wie lautet die Mission? Radier sie einfach aus. Ghule, Synths, Mutanten. Säubere den Ort, den wir unser Zuhause nennen. Ich bin bereit. Gut. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Wir sehen uns, wenn das Ziel gesäubert ist. Alles klar. Es wird so schwierig sein, Artefakte zu finden, mit denen wir Gelehrte auch etwas anfangen können. Aber wenn man eins findet, ist es die Mühlen immer wert. Klassiker. Wieso hat die das hier alles noch? War ich da? Ja, ich finde deinen komischen Auftrag nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist irgendwie gar nicht mehr auf der Karte. Da bist du ja wieder. Gibt es was Neues von der Patrouille? Patrouille? Tut mir leid, welche Patrouille? Das verschwundene Erkundungsteam. Hast du erfahren, was mit ihm geschehen ist? Ja. Das Erkundungsteam geriet in einen Hinterhalt. Sie haben ihre eigene Powerrüstung zerstört, damit diese nicht in gegnerische Hände gelangt. Es gab nur 3 Überlebende. Ein tragischer Verlust. Aber sie taten, was sie tun mussten. Unsere Technologie muss um jeden Preis beschützt werden. Was noch? Ihr Lager wurde von Ghulen überrannt. Ritter Estlin starb beim Versuch, es zu verteidigen. Estlin. Sie war früher in meiner Kompanie. Die beste Schützin, die ich je sah. Verdammt. Noch irgendwas? Sie hatten versucht, eine Satellitenstation zu erreichen. Gelehrter Ferris kam dabei ums Leben. Sie hatten versucht, nach Hilfe zu rufen, wie wir es tun würden. Noch mehr? Eines ihrer Holobinder erwähnte einen Unterschlupf in einem Bunker. Vielleicht hat sich Paladin Brandis dorthin zurückgezogen. Ich weiß, was du meinst. War Teil meiner Missionsbesprechung. Mach weiter. Aber bleib wachsam. Wer weiß, was dich dort erwartet. Mhm. Wo ist das denn? Vault 114? Da war ich schon, ne? Stimmt. Da war das Swan Combat Zone. Alles klar. Kein Bock drauf. Was ist denn hier? Good Neighbor. Combat Zone. Da war doch auch irgendwas bei Combat Zone. Erkunde das Combat Zone. Machen wir. Was gibt's denn da zu erkunden? Ups. Dann mal hin. Kein Plan, was das ist. Wo bin ich hier? Das Combat Zone. Nirgendwo ist es so schön, ermordet zu werden wie hier. Kennst du das? Ich weiß gar nicht, wer mich da hingeschickt hat. Regelbrecher? Wozu du wohl gut bist. Nur Müll hier.
Darf ich das? Ist es nicht rot, dann darf ich das. Lü, 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 lü. Null. Also nichts mit ING. Bin durch. Gut. Ich hoffe, es ist kein Regelbruch. Das hier ist kein Ort für dich. Geh weg von mir, ich schwöre dir, wenn ich nicht gefesselt wäre. Hey, hey, oh, die werden dich lieben. Kein Kämpfen draußen. Was? Keine Kronkorken, kein Eintritt. Zu machen? Dann rein mit dir, keine Frage. Ja. Was ist das? Und damit endet diese Runde. Was zum? Der hat hier nichts verloren. Halt die Augen auf mich, ich glaube, das Arschloch benutzt als Dark Boy. Wie? Was ist denn? Was ist denn hier los? Ihr habt ja gar nichts drauf. Die Kunst liegt hier im Blut, was? Was? Ich hab überhaupt... Ich hab nichts getan und werd hier attackiert? Warum? Willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? Na. Ach so, da bist du. Zeit, hallo. Sich fertig zu machen. Da, ich schieß dir ins Gesicht. Warum triffst du denn nie? Da können wir gleich mal hier den antesten. Boah. One Hit. Nicht schlecht. Hammer das Teil. Habe ich gerade.
Ich dachte, ich soll das hier nur erkunden. Da stand nichts von. Wie schön. Vernichten. Ich komme gleich runter. Hast dich verpisst, was? Ja. Naja, fast. Oh, ja. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Ja. Scheiße, was war das? Nix. Was haben wir denn hier oben? Das ist doch scheiße. Hätte ruhig mal einer von euch sagen können, dass ich hier so eine Alien-Knarre gefunden habe. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Ich war ganz verdutzt. Als ich da meine Waffen durchgeguckt habe. Ich dachte, was? Alien? Blaster? Was zum Teufel war das? Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hat recht. Auf beiden Seiten des Käfigs. Ach Gott, schreck mich doch nicht so. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Der ist am Quatschen. Kann man bestimmt alles gut gebrauchen. Alter Obelli. Ja. Ja. Scheiß auf den Schlachring. Huhu, guter Mann. Du bist sowas von tot. Ping. Voll gut, das Teil. Meinst du, das war schon mit denen? Wir wollen keinen Ärger. Zumindest nicht noch mehr. Ach, schau doch einfach mal nach oben, verdammter Feigling. Zum Teufel damit. Ich bin zu schön, um so den Löffel abzugeben. Wer quatscht denn da noch? So, so kann man auch heilen. Schau, egal wer da draußen ist. Wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Ja, ich... Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Hey! Seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen? Stell mal vor, kommt einer rein, legt alle um. Warum kommst du nicht hier rüber und zeigst uns, dass du uns nichts tun willst? Und nachdem du da Frieden schließen willst, redet der einfach nicht mit dir. Schau, räumt alles leer. Egal, wer da draußen ist. Wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Und macht Radio an.
Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Ja, ich weiß das noch nicht. Guck mal hier, Picket Fences. Verdammt nochmal, ja. Du kannst jetzt Topfpflanzen mit Siedlungswerkstätten bauen. Cool. Hey, seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen? Halt doch mal den Rand, Kalle. Warum kommst du nicht hier rüber und zeigst uns, dass du uns nichts tun willst? Das weiß ich doch noch gar nicht. Vielleicht will ich dir was tun. Schau, egal wer da draußen ist. Wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Ich bin noch nicht fertig damit, alles einzupacken, Kalle. Hey, seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen? Jetzt. Schau, egal wer da draußen ist. Wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Was? Hey, seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen? Nö. Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Ich will dein Theater erstmal komplett leer looten. Warum kommst du nicht hier rüber und zeigst uns, dass du uns nichts tun willst? Hey, seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen? Ja, ist ja gut. Was ist der denn hier? Schau, egal wer da draußen ist. Wir waren die ganzen... Ist es vorbei? Naja, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Weiß nicht. Von meiner Position aus sah mir das recht beeindruckend aus. Bist du verdammt nochmal high oder was? Warum frage ich das überhaupt? Natürlich bist du das. Ich war ja trotzdem am Gewinnen, oder? Du bist ausgelaugt und wirst langsam schluderig. Natürlich musst du dir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Offenbar hat der Spaßvogel hier uns gerade arbeitslos gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennen sollst. Was ist das, was für, ist das für ein Ort? Bist nicht aus der Gegend, was? Das ist das Combat Zone. Die beste Arena im Commonwealth. Kate hier ist unsere Hauptattraktion. Mehr als 100 Kämpfe unbesiegt. Früher bedienten wir anständigere Kunden. Aber vor rund 2 Jahren kam eine Raiderbande an. Und wir wurden ein exklusiveres Etablissement. Zumindest bis du unseren gesamten Kundenstamm aus dem Genpool entfernt und uns arbeitslos gemacht hast. Ja, war mir ein Vergnügen. Arbeitslos? Was meinst du damit? Du bist kein Unternehmer, was? Diese Idioten zu unterhalten war unsere einzige Einnahmequelle. Was zum Teufel sollen wir denn jetzt bitte tun? Zur Hölle mit denen! Da werden schon neue kommen. Brauch nur eine kurze Verschnaufpause, dann bin ich wieder bereit. Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war ein versteckter Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Kates Arbeit? Warum fragst du? Sieh es als berufliche Neugier. Also, was hältst du von dem Kampf? Bin mir nicht sicher. Hab die Hälfte verpasst. Ja, du warst wohl sehr mit dem Frühjahrsputz beschäftigt. Beeindruckende Arbeit. Du könntest sogar so gut sein, dass du mir einen Gefallen tun könntest. Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Keine Zuschauer heißt keine Einnahmen. Und wenn du mir keine Kronkorken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten. Dann bist du eine Belastung. Für mich. Und für dich selbst. Also, ich hätte mir Folgendes gedacht. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich? Passt auf dich auf? Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich hier alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und der? Warum willst du, dass ihr mich begleitet? Ja, Tommy, warum zur Hölle willst du mich unbedingt loswerden? Hör her. Dieses Dreckszeug macht dich unvorsichtig.
Und ich möchte es nicht kommentieren müssen, wenn du am Ende doch zu Boden gehst. Okay? Also tut mir einfach den Gefallen. Ihr beide. Bitte. Mich würde interessieren, was Kate davon hält. Meine Meinung ist wohl gar nicht gefragt. Vertrag ist Vertrag. Außerdem, willst du wirklich hierbleiben? Keine Zuschauer, keine Kronkorken, keine Gesprächspartner. Außer mir. Oh Gott, gutes Argument. Braves Mädchen. Also, sie ist dabei. Wie sieht es mit dir aus? Klar, ich könnte jemanden brauchen, der auf mich aufpasst. Gut, dann ist das geklärt. Und hier, nimm das. Das sind die Einnahmen des letzten Kampfes. Bezahlung für den Kammerjäger. Jetzt mal langsam. Was genau willst du ohne mich hier anfangen? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich richte diesen Ort wieder her. Vielleicht für eine weniger blutige Kundschaft. Und jetzt finde ich gut. Endlich von hier. Du hast hier nichts mehr verloren, Vögelchen. Du bist ein echter Drecksack, weißt du das, Tommy? Das musst du mir nicht erst sagen. Dann musst du wohl zu mir kommen, wenn du aufbrechen willst. Und du? Bleibst auch bei mir, oder was? Pieper? Habe ich dich jetzt gerade so schick gemacht und... Hör mal. Kate. Und? Bereit zum Aufbrechen? Ja, komm. Hängt davon ab. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich fühle mich ziemlich nutzlos, hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Also, bist du bereit, loszuziehen? Na, bereit. Wird Zeit, dass ich von hier verschwinde. Gehen wir. Und ist es bisher niemandem gelungen, dich umzulegen, Kate? Noch nicht. Auch wenn wir es schon häufig versucht haben. Piper geht nach Sanctuary. Oh, doppelläufige. Alles klar. Gut. Das war's dann hier wohl. Was ist mit euch? Alter, kann er richtig rennen. Ja. Haben wir's soweit. Combat Zone. Combat Zone. Ich frage mich, warum das überhaupt aufgedeckt war. So, was haben wir denn da sonst noch? Bei sonstige Vault 81, wo ist das denn? Da. Oberland Station. Wisst ihr was? Habe ich Bock drauf. Gucken wir uns die Vault 81 an. Das ist aber ein bisschen wie ein Bauer, ne? Was ist das? Ist nicht auf dem Radar.
ist ein Siedler. Alter, wer bist du denn? Das hat sicher wehgetan. Hast du was Brauchbares gefunden? I don't know. Cricket? Sind auf jeden Fall grün. Sehen auch nicht zornig aus, die Menschen. Einen wunderschönen. Blick den Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Alle wollen was von meinem Angebot haben. Was? Hey. Du solltest meine großen Waffen lieber jetzt kaufen, sonst tun es deine Feinde. Aha. Was für Sachen hast du denn? Wenn es Bleiladen, Spannen und Ausspucken kann, verkaufe ich es. Ich habe aber auch Messer und Knüppel für die irren Nahkämpfer. Aber der heiße Tod fliegt schneller als der Schall. Ach, meine Knie werden ganz weich, wenn ich nur daran denke. Du bist ein bisschen strange. Ach, ich schau mal, was du hast. Und da sind sie. Hat dein Herz auch kurz ausgesetzt? Glück auf Knarre. Wisst ihr was? Nimm ich. Okay. Kannst du haben, kannst du haben. Dann werde ich mal auch endlich was hier los. Scheiße, egal. Eine Kronkorkenmine. Machete. Rotzange. Schlachring. Ach so, ich krieg jetzt schon Kohle von dir, alles klar. Muss ich aufpassen, die ist schon gleich an ihrem Limit. Na ja, Schlagstücke. Ach komm, reicht. Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer.
In Hallo. Diesem Job zu viele wird man Meilen nur auf alt, der Straße. Wenn man damit rechnet, dass Wenigstens einen alle ist die Bezahlung wollen. Schrecklich. Du siehst ja fesch aus. Sag mal, seid ihr nur zufällig hier oder wohnt ihr hier? Auf jeden Fall kann ich alles haben. Was hier so rumsteht, finde ich gut. Finde ich gut. Aha. Dem soll ich nicht in die Augen gucken? Ja, ist ja gut. Ich gucke dir nicht in die Augen. Shit, hey, dann. Zumindest ist es ehrliche Arbeit. Ich habe ja. So viele Arten von Zerstörung im Angebot. Ist ja gut. So, was soll ich denn angekommen mir tun? Aha. Gehen einfach mal rein. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Achso, Tür ist noch zu. Das ist klar. Das ist der einzige Wort, der für die Leute noch ein Zuhause ist. Verrückt, dass sie sich hier draußen abschotten wollen. Kennst du den Ort hier oder was? Hey. Was gibt's? Erzähl mal. Hey. Was hast du auf dem Herzen? Was meinst du? Die haben sie wie die Sardinen verpackt. Das war's. Von mir aus? Ja, aber Tür ist dazu. Von The Vault. Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Vault 81? Euch gibt es tatsächlich noch? Ja, ziemlich scharfe Beobachtungsgabe. Was ist mit dem Pip-Boy? Warum interessiert dich mein Pip-Boy? Am Eingang hier kommen viele Plünderer und Händler vorbei. Es will doch jeder den roten Knopf drücken. Aber du bist der Erste, der es mit einem funktionierenden Pip-Boy versucht. Wo hast du den her? Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Soll es etwa ein Kreuzverhör sein? Das nennt sich Protokoll. Meinst du, wir lassen jeden rein? Denk scharf nach. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Aha. Komm, wir probieren Aber ich bin auch ein Vault-Bewohner. Könnt ihr mich nicht reinlassen? Noch ein Grund mehr, einem anderen Vault-Bewohner zu helfen. Vielleicht. Ich brauche mehr Informationen. Verständlich. Fusionskerne. Genauer gesagt, 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Rein zufällig habe ich welche dabei. Wozu braucht ihr die denn? Ich bin kein Ingenieur, aber wir brauchen sie, um unsere Generatoren zu unterstützen. Auch wenn du die Aufgabe für banal hältst, für uns ist sie sehr wichtig. Ich habe die Fusionskerne schon, die ihr braucht. Wirklich?
dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Ich komme runter und wir treffen uns am Eingang. Rein. Ich hab's. Ich hab ja nichts davon gesagt, dass ich sie abgeben will. Komm schon, Gwen. Meine Leute arbeiten seit Wochen doppelt so viel. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher, willkommen in Vault 81. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass du einen Vault-Anzug trägst. Kommst du aus einem der Vaults? Ist der noch funktionstüchtig? Habt ihr jemals Bewohner von anderen Vaults gesehen? Du bist der Erste. Die ganze Zeit über haben wir keine Besucher aus einem anderen Vault gehabt. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Warum bleibt ihr denn so isoliert? Warum nicht? Wir haben ein warmes Bett, saubere Kleidung, ein festes Dach über dem Kopf. Essen und Trinken sind frei von Strahlung. Wir geben uns nicht mit den Elementen oder den Raidern ab. Hier sind wir sicher und für manche zählen nur Sicherheit und Stabilität. Bist du nicht neugierig auf das Commonwealth und was es zu bieten hat? Natürlich, aber ich bin diesen Leuten verpflichtet und sorge für ihre Sicherheit. Einige ausgewählte Händler versorgen uns häufig genug, um informiert zu sein. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, wenn du willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Wie oft treibt ihr mit Leuten von draußen Handel? Öfter als du denkst. Einige Male im Monat, würde ich sagen. So erfahren wir auch alles Wichtige aus dem Commonwealth. Und die Fusionskerne? Die hast du doch, oder? Ja. Hier, sicher findest du eine gute Verwendung dafür. Ich nicht, aber Dr. Penske ganz bestimmt. Jetzt habe ich aber zu tun. Und was ist mit seiner Begleitung hier? Ich erlaube es, der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn er lange im Commonwealth gelebt hat, hat er sich seine Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Lass mich nicht bereuen, dich hier reingelassen zu haben. Du hast mich überhaupt nicht hereingelassen. Ist das eventuell ein DLC? Was zum... Steht zur freien Verfügung. Wow, wow. Hörst du das? Tut mir leid. Jut. Dann wisst ihr Bescheid, ne? Das ist der einzige Wort, der für die Leute noch ein Zuhause ist. Verrückt, dass sie sich hier draußen abschotten wollen. So ist das nun mal. So. Aber wenn ihr auf die Uhr guckt, wir sind eh durch. Von daher, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich mache den ganzen Driss jetzt nochmal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich... ohne dass ich wieder irgendwas aus... Also die sind aber auch zornig, ne? Weißt du, da nimmst du so Scheiße mal kurz mit. Da wird gleich hier der auf Attacke geschaltet. Also es ist recht zornig, die Leute. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was.